Wir sind Vivi und Arno und wir bereisen seit Oktober 2022 gemeinsam die Welt. Gerade befinden wir uns auf Sri Lanka. In diesem Video fahren wir mit euch eine der wohl bekanntesten Zugstrecken Asiens. Und wenn ihr unseren größten Unterkunftsfail sehen wollt, dann bleibt bis zum Ende dran. Morgen in aller Frische. So, gestern waren wir ja bei diesem richtig, richtig krassen Turm hier eine Stunde von Kandy entfernt. Und heute fahren wir eine ziemlich bekannte Strecke. Nicht die bekannteste. Noch nicht. Genau, wir fahren nämlich heute von Kandy nach Nuvara Eliya. Kann man das nicht merken. Genau, und haben da die zweite Klasse gebucht. Bei der ersten Klasse ist es so, dass da die Türen zu sind und man sich halt nicht so raushängen kann. Mhm. Und wir hatten schon mal eine Zugfahrt gehabt, wo wir das konnten und das ist schon irgendwie richtig cool. Auf jeden Fall geht es los und dann nehmen wir euch heute mal mit. Zum Glück ist jetzt auch ein Tuk-Tuk gekommen. Wir haben nämlich die ganze Zeit versucht, einen zu bestellen. Wir sind nämlich hier relativ weit oben und irgendwie hatten die alle keine Lust, hier hochzufahren und haben die Fahrten storniert. Und jetzt haben wir noch knapp 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit, bis unser Zug kommt und wir hoffen, dass wir pünktlich da sind. Okay, let's fetch. So, wir sind jetzt angekommen und hat alles Gott sei Dank gut geklappt. Wichtig ist, wir hatten das Ticket online gebucht, würden wir euch auch empfehlen. Auf jeden Fall früh genug. Und wenn man hier in den Bahnhof reinkommt, muss man noch an den ersten Schalter und sich das Ticket ausdrucken lassen. Erst dann kommt man in den Bahnhof rein. Und genau, jetzt dürft ihr auch gleich dazukommen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sitzen im Zug. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Ich versuch's trotzdem. Wir sind reingegangen, haben uns einfach irgendwo hingesetzt. Dachten, passt schon. Und dann haben wir gemerkt, dass Leute gekommen sind und nach Sitzplätzen geschaut haben. Und dann haben wir gemerkt, oh, jeder hat halt einen reservierten Sitzplatz. Und dann müssen wir erstmal alles wieder nehmen und unseren Platz suchen. Aber jetzt haben wir endlich den Platz und es ist sehr laut. Die Türen sind hier offen und eine Sache noch, wir waren total geflasht, weil wir eigentlich dachten, dass es so ein alter Zug ist, mit dem wir schon mal hier gefahren sind. Aber das ist hier ein total neuer, fresher Zug. Also, ja, sind wir mal auf jeden Fall auf die Fahrt gespannt. Thank you.
Mal durch den Tunnel. Und es ist auch so abgefahren. Und die Leute schreien dann immer durch den Tunnel. So wirklich, diese ganze Fahrt ist so ein reines Erlebnis einfach. Es ist so cool. Ist richtig schön hier, wirklich. Und echt der Wahnsinn. Was auch richtig schön ist, wir haben jetzt zwei Wasserfälle gesehen. Und hier ist es irgendwie so, dass der Zug dann extra dafür kurz anhält, dass man ein paar Fotos machen kann, genau. Da war auch sogar so ein Schild, wo dran steht, ja, hier hält der Zug für die Aussicht. Also richtig schön. Echt, angekommen. Jetzt muss irgendwie noch abgecheckt werden. Wir wussten jetzt irgendwie nicht Bescheid. Hatten wir auch schon mal öfter sowas. Haben wir auch gar nicht erzählt. Wir sind ja hier in den Bergen und hier ist richtig kühl. Also, es ist schon kalt. Ja, genau. So wie in den Cameron Highlands. Erinnert uns die ganze Zeit daran. Ich schätze mal, hier sind vielleicht so 18 Grad. Mhm. Das Internet geht gerade nicht. Müssen wir mal abchecken, aber ist schon erstmal total krass, so für den Kopf. Die ganze Zeit 35, 40 Grad und jetzt bam, einfach mal so 18 Grad. Wieder einen Pulli rauspacken. Mhm. Aber tut auch mal irgendwie richtig gut. So, kurzes Update. Wir waren gerade was essen und ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt, wenn man irgendwie sehr hungrig ist und irgendwo ankommt und gar nicht so alles anschaut und sich denkt, ja, passt. Auf jeden Fall haben wir was gegessen und gemerkt, okay, warte mal, eigentlich haben wir gar nicht so ein Zimmer gebucht, weil wir schon vor langer Zeit gesagt haben, wir buchen nie wieder ein Zimmer ohne Fenster. Jetzt muss man auch wirklich sagen, hier ist es wie so ein Keller, es ist extrem feucht. Ja, es ist richtig feucht. Die Sachen sind schon klamm. Die Sachen lagen hier jetzt klamm, ne? Ja, anderthalb Stunden und sind klebrig. Ja. Und also das geht gar nicht. Wir haben während dem Essen halt die ganze Zeit überlegt, sagen wir was, sagen wir nichts, sagen wir was. Aber es geht ja nicht. Jetzt haben wir mit der Besitzerin gesprochen und die wussten es. Die haben dann nämlich was vercheckt. Ja, die sind ab morgen überbucht. Die haben uns halt irgendwie vergessen. Ja, und haben uns dann halt hier in den Keller geschickt quasi. Als wir es gesagt haben, hat sie so gelacht. Die hat sich richtig erwischt gefühlt. Jetzt haben wir ein neues Zimmer, da gehen wir jetzt hin und legen die Sachen ab und dann fahren wir wieder in die Stadt. Ja, in der Stadt war es mega schön. Ja. Aber wir wollten es jetzt einfach erledigt haben. Weil man kennt es, man will es dann einfach aus dem Kopf haben. Ja, genau. Also nehmen wir die Sachen und gehen wir nach oben. So, alle Sachen mit hergenommen, sind jetzt im neuen Raum und das ist auch der Raum, den wir gebucht haben. Ja, ich weiß nicht, irgendwie kann man auch drüber lachen, es sind halt so Sachen, die passieren halt. Ja, manche Dinge laufen. Genau, wir sind jetzt froh, dass wir es halt gleich geklärt haben. Und genau, morgen haben wir nämlich jetzt uns überlegt, eigentlich wollten wir einen Roller ausleihen, aber wir hatten jetzt mal überlegt, mal so einen Tuk-Tuk-Fahrer mal zu mieten, genau, weil der uns hierher gebracht genau, hat. Genau, der war nämlich richtig nett und er wird uns alles hier zeigen. Und ja, das wird jetzt aber das Video sprengen, das seht ihr dann im nächsten Video, weil ich denke, da wird es dann einiges geben, was ihr dann sehen werdet. Dann sagen also, wir, bis morgen.